um in Reichweite zu kommen oder noch den Knockup zu erzielen. So, und da bin ich jetzt gespannt. Lee Sin würden viele Leute feiern, dann wäre es halt ein Top-Lane-Rexer, aber es wird kein Lee Sin werden. So, in letzter Sekunde wird er wechseln. Ach, kein Lee Sin, kein Master Yi. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? What the? Master Yi? Kann mal jemand gerade Max anrufen? Warte mal. Wo ist mein Handy? Ihr lacht mich aus, weil ich kacke bin. Ich lach euch aus, denn ihr seid selber scheiße. Ihr lacht mich aus, weil ich kacke bin. Ich lach euch aus, denn ihr seid selber scheiße. Ihr lacht mich aus, weil ich behindert bin. Doch ihr seid alle. Ja. Was? Der Dreckslappen! Ich hab gesagt, er soll damit noch warten. Wenn das so ist, schneid dem Jungen den Sack ab, ey. Oder ich ruf Nordkorea an oder so. Scheiße. Es passiert wirklich und es geht los. Lernen wir mal vom Meister. Festgesetzt, Faker. Ah, kann nicht dran gehen! Und da muss er wegflashen. Wird das Ganze reichen? Geht drauf! Mit dem Hyperstrike des Fremdbändes auf Erwischen. Reicht für den Kill! Und er holt sie beide! Mitten im Getümmel am Start. Er kriegt die ganzen Kills. Dann dran mit dem Hyperstrike. Der Flash hinterher und das Entzünden. Jetzt der Knockup von MadLife. Sehr, sehr gut auf den Einnehmer. Faker kriegt da sogar noch den Kill. Muss den Flash ziehen. Und dann ist Faker dran! Kriegt hier den Kill! Und jetzt räumen sie auf. Faker mit zur Stelle. Und das ist wirklich durchrasiert. Da steht kein Härchen mehr. Er ist halt im Duell nicht zu schlagen, so gefeedet wie der Mann ist. Und Gillette hat schon angerufen und fragt nach bei SKT, wie gründlich sie diese Rasur denn hinbekommen haben. Das war's! 27 Minuten und 40 Sekunden hat's gedauert. Boah, ist der krass. MVP, Faker 선수 말씀 나눠보겠습니다. 좋은 조언 하면서. 네, 신나는 금요일 밤 롤챔스 서머 인터뷰로 인사드립니다. 안녕하세요, 조은정입니다. 네, 축하드립니다, 페이커 선수. 정말 오늘 두말할 것 없이 완벽 캐리 하셨는데요. 승리 소감 어떠신가요? 오늘 CJ가 워낙 강력한 팀이라서 좀 많이 걱정을 하고 왔는데 좀 저희가 경기력이 이전보다 좀 더 잘 나온 것 같아서 좀 만족스럽네요. 네, 그렇습니다. 1세트는 승률 100%인 빅토르를 들고 종횡무진 활약을 했는데 지금 1세트 총 23킬 중에서 13킬을 기록했습니다. 정말 대단한 기록인 것 같은데요. 픽했을 때 좀 어떤 생각했나요? 일단 오늘 그렇게 뭐 빅토르를 먼저 뽑겠다 하고 온 건 아니었는데 좀 약간 갑자기 좀 빅토르를 하고 싶어져서 했었는데 좀 잘 나온 것 같아요. 그래서 MVP 한 것 같아요. 우선 마지막 날 나가기 전에 저도 사실 조금 긴장을 했었어요. 왜냐면 너무 오랜만에 마지막 조로 나가가지고 선두로 나간 게 너무 오랜만이다 보니까 긴장을 했는데 밑에 있는 팀들은 1패 기록하고서 계속 쭉쭉 떨어지길 바랄 거고 그리고 또 뭐 어깨 부딪히면서 치열하게 경쟁해야 하는 팀들은 전력이 어떨지 지금 평가하고 있을 거예요. 좀 긴장하면 좀 안 맞을 것 같아서 캐디 오빠랑 많은 얘기도 나누고 해가지고 긴장이 풀리면서 좋은 성적을 나가지고 너무 기쁜 것 같아. 양 팀 모두 약간 갈 길이 바쁜 1위 결정전 같은 뭐 중간입니다만 이 중요한 경기 2세트에서 CJ가 단 한 번도 진 적 없던 2세트에서 CJ를 끝내기 위해서 히든 카드로 마스터 1을 끄집어냈습니다. 되게 자신감이 생겨서 그때 확신했던 것 같아요. 그 영상 굉장히 화제였잖아요. 미드 1회 픽했을 때 쿠로 선수 반응도 굉장히 재밌었는데 그 반응 보고 어떤 생각하셨나요? 그 오프 더 레코드 네네. 네, 그 오프 더 레코드에서 쿠로 선수가 뭐 저한테 네? 네 알겠습니다. 아무튼 네. 그렇게 말씀하셨는데 뭐 맞는 말이니까 크게 부담은 안 할 것 같아요. 안 하고 싶네요. 그렇게 당황했던 게 맞는 상황이었으니까 딱히 부정은 하지 않겠다. 네, 맞는 말인 것 같아요. 탈 좀 말아 우리 개씨발 피드스틱 엄마 없어요 개새끼야! 눈마 타잔 씨발 열어 저기 좀 그만두고 제대로 말하고 필승의 기성은...
싶은 이 땅이 하늘을 무섭게 뒤흔들고 있습니다. Alles klar. So Leute, wir sollen den Guide auf Deutsch machen. Dann machen wir das natürlich. Vorweg, erstmal Ruhen und Mastery. Mit links kann ich nicht schnipsen. Ruhen und Masteries. Wie wir sehen, haben wir da schon ganz leichte Änderungen. Ja, zum Beispiel haben wir da in den gelben Runen 3 Runen für Gold pro 10 Sekunden. Wir sind ja jetzt auf einem Wert von 0,75. Und warum nur 3? Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht mehr habe, sondern ist genau angepasst. Unser erstes Item wird sein Rubinkristall. Ich verfolge natürlich eine ganz spezielle Taktik. Fängt an mit E maximieren. Wir werden den E maximieren. Warum? Weil wir, sobald wir dieses Item haben... Einen Moment. Sobald wir dieses Item haben, werden wir Towerdiven. Ja, ich garantiere euch, in diesem Guide werdet ihr zu 100%... zu 101% ein Kill holen. Also das Early Game ist halt Farm pur. Master Yi, damit sei er ein Farm Champion. Zorn führt zu nichts. Wisst ihr, Master Yi ist so ein schöner Champion. Zorn führt zu nichts. Er spricht aus, was ich über Jahrhunderte denke. So. Warum beschlägt die scheiß Brille? Können wir das mal bitte ändern? Hey. Ist ja in Ordnung. Und deaktivieren. Schlitz. Farmen. Immer E maximieren. Nicht ver... Easy. Haben wir sicher. Ist gar kein Problem. Ziel sind 2000 Gold. Denkt bitte dran. Oha. Schlitz. Da fechtet er. Warum ist sie beschlagen, verdammte Scheiße? 2200 Gold. 2200. Entschuldigung. 2200. Wir gehen jetzt mal back. Weil wir relativ low sind. Unsere Runen tun die Arbeit für uns. Die Runen tun... Wir nehmen das Geld an. 0,75 Gold alle 10 Sekunden. Das skaliert ins Late Game, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel das erbringt. Stelle man sich mal vor, wir hätten das Dreifache. Aber ich habe leider nicht genug Einflusspunkte. Ja, sorry, ist ja die Wahrheit, Mann. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich hier habe. Ja? So, ihr könnt auch den Auto-Hit resetten. Jetzt Achtung. Indem ihr einmal kurz den Wehren tippt. So, wunderbar. Weiß Faker auch nicht, wie das geht. Ja, da guckt er bestimmt immer dumm. Ist wahrscheinlich ganz neu für ihn, ne? Mit seinem koreanischen Spielstil. Aber an so eine Feinheit nicht denken. Ihr müsst doch diesen Wuchu spüren. Dieses Wuchu. Ich bin ein bisschen heiß auf den Kill, aber wir... Ihr, Geduld. So, nach dem Minion. Zack. 750 Gold. Jetzt geht's ab. Um. Zerstörer. Entschuldigung. Was machen wir jetzt? Könnt ihr euch vorstellen? Denn wir haben jetzt was ganz Spezielles vor. Da. So, bereit? Und go. Ausweichen die Kette. Und weiter. Weiter geht's. Zack, 100%iger... Was? Nein! Das war die falsche! Schweigen die Tiere. Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere. Schneiden wir jetzt raus. Wir schneiden das raus. Hey! Verdammte Fick. Nee, könnt ihr in die Ecke gucken, Alter. Natürlich gibt es immer die Unbekannte. Ja, ist wie bei der Mathematik. Es gibt immer eine Unbekannte. Zum Beispiel ein Jungler. Taucht er auf im schlechtesten Moment, ist eine Unbekannte, mit der müsst ihr lernen umzugehen. Zorn ist ein Zeichen von Schwäche, sagt Master Yi. Wenn ihr gegankt werdet im unpassendsten Augenblick, jetzt hier ein bisschen schon mal Moral vorweg, dann lasst euch davon nicht unterkriegen. Sowas passiert. Überall. Immer. Ja, wirklich immer. So, jetzt überlegen wir als erstes, warum den E maximieren? Warum? Weil wir jetzt mit Ulti und E unterm Tower rasieren können. Tower ausschalten. Da ist er. Nein, das ist... Scheiße. Zorn führt zu nichts, Leute. Aber die Taktik ist klar, oder? Ohm-Zerstörer, Rush, E maximieren mit Ulti, Dive. Ist jetzt zweimal? Zweimal hätte es geklappt. Leblanc, die Unbekannte. Ja? Scheiß Täuscherin, Könntchen...
Ja, ist doch wahr. Oben Zerstörer, wie viele Sekunden? Countdown läuft. Steht da nicht. Ja, LeBlanc ist einfach eine dumme Funzel, Alter. Das war gerade ein Freekill, Mann. Halt dein Maul! Wenn LeBlanc die Kette gleich macht und ich sie dive, mit dem Q-Dodgen. Das ist das, was klappt. Wenn ich das schaffe, easy win. Und dodgen. Beispiel. Ergebnis. Hand of Blood, setz die... Alter, ist die Ja. Ohmzerstörer, gleich wieder ab. Wisst ihr, was das für LeBlanc heißt? Tot. So, jetzt wird gemetzelt. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Gar kein Problem! Ich rasse sie auch mit, Jungler! Wir wollen uns nicht lange ausruhen. Geh mal drauf. Kette gedodged. Tower. Gar kein Problem. Kette geflasht. Playmaker. Guck mal, wie viel Leben ich habe. Hat das der Faker nach einem Dive? Nee. Ich bin... Okay, schaffen wir. Yo, yo, hol noch einen dritten dazu. Komm, komm, hol einen dritten. Hol einen dritten. Es läuft sehr gut. Global nicht, aber ich meine, in diesem Guide geht es doch darum, die Lane zu demonstrieren. Wenn die Lane gut läuft, läuft alles gut. Da wurde gewardet. Obacht. Lass dich nicht von Stolz blenden. Ja? Wir wissen alle, was das heißt. Die hat Angst. Guck mal, wie sie Angst hat. Respekt. Ja? Vor Meister Schlitz, Junge. Den Namen trage ich seit meiner Geburt. Und rein. Der Timo hat es zerstört. Verstanden. Kette ging daneben. Das ist schon wieder die falsche. Ich krieg einen Cock in den Arsch. Geil getötet. Omen Zerstörer ist OP. Yee. Still. Halt dein Maul. Yee. Still. Immen. Wir gehen einkaufen. Ghostblade ready. Wofür? Für den Dive. Aktivieren. Schneller werden. Schneller töten. Ein paar Pots. Und weiter geht die Rasu. Omen Zerstörer bei der Hälfte schon wieder auf Cooldown. 1A. Spitzenklasse. Rasu aktiviert. Ghostblade aktiviert. Die ist zurückgesprungen, die alte Funzel. Aber nicht mit mir. Zack! Ja, wilder wäre. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alles klar, die Tristana hat 8 Kills. Kann man machen, ist wieder die Unbekannte, von der ich manchmal rede. Gott, die hat ja erst Klinge der Unendlichkeit und Phantomtänzer. Hat sie ja erst, ne? Und gib mir endlich mal eine vernünftige Brille, die nicht beschlägt, die Scheiße. Omenzerstörer ist OP. Versuch das dreimal hintereinander ganz schnell zu sagen. Omenzerstörer ist OP, Omenzerstörer ist OP, Omenzerstörer ist Bub. Cut. Omenzerstörer ist OP, Omenzerstörer ist OP, Omenzerstörer ist OP. Daran erkennt man Yi Main. Schön. Man hat, glaube ich, gesehen, wäre da nicht andauernd ein Gegner. Ich meine, die Evelyn ist ja durchgehend hier. Shen, ne gefiesetes Tristana kommt rum. Ich flame nicht, ja? Ich sage, okay, passiert. Gibt solche und solche Games. Aber wäre das alles nicht der Fall, wäre das hier ein faires 1 gegen 1, ja? Unabhängig davon, ob ich immer Hilfe bekomme, ein faires 1 gegen 1, ich hätte sie immer ohne Probleme gekillt. Habe ich sogar. Öfters. Obwohl eine Evelyn da war. Omenzerstörer ist OP. Wir haben jetzt 3 aktivierbare Items. Ist schwer zu gebrauchen, aber Yi ist halt kein Champion, wo man, ne, einfach so. So, drauf. Das ist schon wieder die falsche, ich könnte so kotzen. Zack! So, ich glaube, die Tristana muss ich jetzt echt mal ficken. Oha. Ignite ist drauf, Kel macht den Rest. Ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Schweigen die Tiere. Ohmzerstörer ist ab. Ghostblade auch. Und Abfahrt. Deaktivieren. Schlitz. Weiter drauf. Ohmzerstörer. Gar kein Problem. Ohmzerstörer. Gar kein Problem. Für mich. Und jetzt kommt der Master Jizz in dein Gesicht. So. Schmeißen wir mal an hier. So. Ja, da sind's auch. Da bist du auf einmal leise, hä? Spasti, ey. Wir können uns Blade holen. Und damit meine ich nicht den Vampirjäger. Sondern dieses wunderbare Item.
Da hinten sind wir. Hier wird weiter rasiert! Rasiert! Hier wird weiter rasiert! Rasiert! Yeah! Still! Das war eine sogenannte Turborasur. Schneller geht eigentlich nicht. Also höchstens auf Malle. Ihr müsst lernen zuzuhören. Auch der Kerngedanke dieses Guides. Hört eurem Champion zu. Was sagt er? Haben uns nicht von Zorn leiten lassen. Und jetzt ist Form vor Stärke. Das ist doch ganz klar, was er sagt. Ulti gedodged. Und tot. Double! Weggeschlitzt. Und durchgehen. Den Tower machen wir mal aus. Weil wir es ja können. Oha. Und Abfahrt. Da rennt der Junge jetzt rein. Ah! Ja, aber Timo holt die. Oh. Ich glaube, da hat jemand Devorah auf Timo gebaut. Ich glaube, der Junge hat Devorah mit Hurricane kombiniert. Kombiniert. Oha. Jo, hat er. Geil! Mit Ohmzerstörer ist das Besondere, könnte ich hier jetzt auch beide Türme zusammen deaktivieren. Ne, wir lesen. Verhindert 3 Sekunden lang nahe gegnerische Türme angreifen. Das nahe gegnerische Türme angreifen. Entschuldigung, war zu lange im Ausland in Korea. Da ist das mit der deutschen Sprache ein bisschen schwierig. Bereit. Wir haben keine Items ab. Ist ein bisschen gefährlich, gebe ich zu. Wir hauen lieber ab. Oh lol, wissen die, dass der da ist? So, der Shen ist allein. Abfahrt. Und drauf. Alles klar. Passiert. Ne, ist kein Ding. Das sieht nicht gut aus. Verdammt. Hey. Das war jetzt nicht unbedingt... Ja, ich weiß. Clean up. Ja, Triss so fett. Überleg mal, warum. Generell auch dieses Devorah-Gebaue. Ja, jetzt spielen sie auf einmal alle Master Yi. Jetzt kommen sie aus den Löchern. Vorher nicht mal mit dem Arsch angucken. Yi Mitte. Das ist der Shit. Ich warte, dass der Shen engage und dann werde ich einfach die Tristana ganz schnell ausschalten. Ja, ich werde die Verwirrung im Getümmel nutzen, um für Reinheit zu sorgen. Ja, gegen den Strich. Da flashe ich auch gerne mal. Da flashe ich gerne. Da ist die Tristana, sie ist allein drauf. Gar kein Problem. Ja. Passiert. Aber ich glaube, ich finde auch gut, dass alle auf Tristana gehen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Ulti auch gleich wieder ab. Warum macht er das? Was war das? Hey? Timo? Na gut. Was ist denn los? Mann! Toll! Gleich sind sie wieder ab. Alles cool. Das sollte er nicht tun. Easy, alles cool. Warum denn? Wartet doch auf die Wave! Die haben hier drin Vision. Was ist denn los mit dir? Jetzt sind keine Scheiße bauen, Jungs. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da! Da! Was ist denn falsch mit den Leuten? Oh, das ist alles nicht wahr. Das ist nicht wahr. Deftig Scheiß. Alter, wenn du jetzt stirbst, Jinx, ich rasier dir den Anus. Alles! Halt die Fresse! Toll. Behaltet eure Scheiße hier. Mann, Ohm Zerstörer ist wirklich OP. Die anderen OP-Guides findet ihr da.